Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1. Hi. Schafft es FDG Hallo. ein Rennen zu beenden oder nicht? Jungs. Jetzt ist Here, Kanada oh dran. shit, here we go again. Lustigerweise, wie auch jetzt gerade in meinem Ziff-Let's Play ist, da ist nämlich auch gerade Kanada dran. Ja, aber das kommt ja später. Nee, das läuft gerade. Also Formel Ja, aber 1 kommt das war. später. Na eben. Aber ich habe ziemlich Ah lange in ja, Kanada dreimal. gebraucht, also. Henrik und ich haben vorhin festgestellt, wir waren die Einzigen, die noch keine Punkte haben. Ja. Aber ich glaube, ich habe auch noch nie ein Rennen beendet. Ja, bei mir Aber lag es hier bis jetzt auch sehe nur einmal ich, an da meinem findest du Glück. Versagen, dass ich ein Rennen nicht beendet habe. Das war Ja, Melbourne. gut. Bei mir vielleicht öfters. Aber hier in der Strecke, da sehe ich mich eigentlich ein bisschen. Ja, das hast du bis jetzt bei jeder gesagt. Ja, hier habe ich echt gesehen und wir kamen da rein. Da hätte ich echt schön überholt, aber nö, ich bin Ricciardo. Ich bin So. Ricciardo, ja, pack fern und raus, raus mit den Viecher. Raus, Raus habe ich mit gesagt, Viecher. raus, du Wichser. Entschuldigung, Sie Wichser. Man fährt wieder nach links raus, glaube ich. Boah. Aha, man fährt nach links raus. Okay, ich kann meine Steuerung überhaupt nicht mehr, glaube ich. Spielst du mit Controller, also mit Ja, ich bin Steam? mit Controller, mit Steam Controller. Denkst du, es reicht, wenn ich alles einfach hochstelle? Von der Grafik. Und nicht auf Ultra hoch. Ja, klar, ich hab's auch nicht auf Ultra, ich hab's auf Mittel Die oder erste so. Kurve fährt und dann fährt die KI noch, oder? Bin ich da Ja, richtig? ja. Jetzt muss ich wieder vorsichtig fahren. Oh Gott, das ist eine Scheißstrecke. Ah, oh, es ist eine Kackstrecke. Oh, es ist eine Kackstrecke. Okay, die Wände sind relativ nah. Ich habe Angst. Ja, Tito. Das ist richtig. Das ist eine. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Das ist eine Scheißstrecke. Bremse mal, bremse mal, bremse mal. Lässt sich aber trotzdem schön fahren. Ja, es ist eigentlich auch eine sehr schnelle Strecke. Mal eine angenehme Abwechslung. 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 Wow, wo fahre ich denn hin? Okay, das ist ja die Engstelle, also die engste Jetzt kommen wir Kurve, die gleich man zur hat. Wall of Champions. Wo bist denn du? Ich bin bei der Wall of Champions. Und rein in die Olga. Oh, ich will einfach nur eine Runde beenden, dass ich wenigstens eine Zeit habe. Ich fahr schon wieder zu aggressiv für mich eigentlich. So, ist die Kurve nicht so gut bekommen. Vielleicht, weil ich mich auch gerade von OBS habe ablenken lassen, weil es dann nicht so flüssig läuft, aber das schaut gut aus. Für mich läuft es echt ganz flüssig. So. Jetzt verstehe ich halt nicht, wie kann man denn in die Wall of Champions rasen? Wie geht das? Indem du rutscht. Du kommst Ah! in der Kurve zu weit raus. I see, I see, I see. Ich möchte mal sagen, dass es das sehr belastend ist, dass Sainz gerade die beste Zeit hatte und ich ihn um Weiten geschlagen habe. Und Alex ihn um Weiten geschlagen hat. Du bist der Erste, gell? Ich bin gerade Dritter. Okay, die Runde ist eben eine Boxenrunde. Ist eigentlich jemand von euch hinter mir? Was heißt hinter dir? Ja, hinter mir. Ja, du bist hinter mir, Alex. Ah, ich fahr direkt hinter dir, meinst du? Ja. Oh, wer hat mich da bei der Zeit her geschlagen? Sevi! Komisch! Ja, Captain Obvious. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere
Wo fährt man in die Box? Ja, ich weiß es auch nicht, aber wir müssen auf jeden Fall jetzt auch rein. Kann es sein, bei der Wall of Champions einfach gerade auch rein? Ja. Ja. Was, Hamilton fährt keine schnelle Runde? Okay, okay, man kann wirklich mit Vollgas reinfahren. Ja. Bis jetzt schaut es ja schon nicht mal so falsch und schlecht aus. Ich bin Platz 2. Und bei Platz 5. Und ich fahr schon nochmal, das will ein bisschen an Sivi rankommen. Ja, ja, Dito. Oh, das war knapp. Was war knapp, meinst du? Da ist gerade mein Boxnachbar vor mir reingefunden, fast einfach meiner Crew umgefahren. Das ist ja so, da lebt man riskant, wenn man bei Ricky eine Crew ist. Also ist es ja, ja schön, dass der mich föhnt und nicht die Reifen. Schon, ne? Hast du Haare? Okay, sehen wir jetzt mal knackige 3 Sekunden besser wie ich. Also was heißt 2,5 Sekunden? Soll ich jetzt nochmal sagen, meine Runde war eigentlich kacke. Sibi ist 4 Sekunden besser als ich. Bist du zufrieden mit der Runde, war Ricky so Frage jetzt allgemein? Die erste Runde lief eigentlich relativ gut für mich, ja. Also ich finde auch gut. Nicht, dass du sagst, ah, du bist kacke und deswegen bist du nur hinter mir. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich fahre jetzt aber gleich wieder raus. Ich weiß auch nicht. Soll ich noch was von der Tanke mitnehmen? So. Was ist denn eine Tanke? Vielleicht eine verschlüsselte Nachricht. Okay, jetzt muss ich ausprobieren, ab wann er losfährt. Ab wann man selber fahren soll, beziehungsweise selber lenken soll. Ja, das ist ganz einfach, dass du fährst ja bei der Boxenausfahrt, da ist rechts so eine weiße Linie. Die darfst du ja eigentlich nicht überfahren. Sobald die Linie aufhört, fährst du. Oh fuck! Ich bin gegen die Wand gefahren. Ich sehe einfach nur entstehen. Ich hab extra abgebremst. Und dann dachte ich mir, okay, der bleibt stehen, fahr ich weiter. Nein, Alex blockiert die komplette Straße. Das war's mit meinem Frontflügel. Hast du es gesehen, Sibi? Nein, ich hab nur einen stehenden Punkt gesehen, aber jetzt sehe ich gerade deine Kamera. Ach, das ist doch behindert, Mann. Ja, aber, ist aber so, ich weiß jetzt, wie ich von der Box rausfahren muss. Alex, ausgeschaltet, check. Oh Gott. Hat mich nur den Frontflügel gekostet, das, tatsächlich. Lieber das Gentleman, we got him. Ladies and gentlemen, we got him. Ey, erst schaltet mich Ricciardo aus und jetzt er. Und jetzt schaltet mich Ricardo aus. So, das ist Mann. Doch nicht was, die Boxengaffe. Die Boxengaffe. Muss endlich wieder in die Box fahren. So eine Scheiße, ey. Wieso denn? Weil mein Frontflügel weg ist. Ah, wieso? Weiß ich auch nicht, der hat sich einfach aufgelöst. Aber ich bin zweites, sagen wir so, ich zu weit fahre ich nimmer zurück. Nicht auch. Letzter. Mann, wieso passiert nur mir sowas? Ja, weil, wie hast denn du das hingekriegt, dass du auch mal quer stehst? Ich weiß es. Ich stand aber so Front gegen die Wand. Sehen. Ich stand Front gegen die Wand und da waren wir so, ich muss halt dann nochmal reinfahren, weil meine Flügel am Arsch sind, aber sonst passt alles. Rausgefahren, du. Das werden wir dann in der Aufnahme sehen. Ah, oh, Mann. Jetzt dachte ich schon, weil der Chef gerade zu mir sagt, wir sind 20, da dachte ich mir, hä, was? Auf dem Temporad da. Ja. Ist wirklich sehr langsam. Ja, 300 Kilometer pro Stunde finde ich jetzt nicht gerade langsam. Sehr langsam. Okay, dann auf ein neues. Vielleicht steht Alex dieses Mal nicht mehr. Ricky, sieh wieder, kommt Ricky aus der Box jetzt raus, hol ihn dir. Ich habe nicht mal eine Strafe gekriegt, das finde ich ja schön. Aber mittlerweile bin ich Achter. Muss ich ein bisschen an meiner Zeit schrauben hier. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wie lange geht denn noch das Qualifying? Fahren die alle nur 9 Minuten? Fahren die alle nur einmal? Blöde Frage. Ne, die fahren
wahrscheinlich am Ende wieder raus. Das ist kurz vor Schluss. Das ist also, dass sie mich triggern, dass sie dann auf einmal besser fahren. Ja. Das ist erst deine zweite Runde, oder? Meine, ja. Huch! Uiuiui. Man hat immer so den Controller von Sevi. Klick, klick, klick. Ja. Weil er schaltet. Das ist korrekt. Also ich habe hier eine neue World of Champions, Jungs. Mich. Ricky ist the wall. So, mal schauen, wie du Kids fährst. Jetzt hat er seine nächste Runde. Scheiße fahre ich, so schaut's aus. Na, hab ich gesehen. Die Kurve ist ja behindert, ey. Ja, chill mal, wenn da alle auf einmal kommen. Und wenn da einer quer steht. Hä, wieso? Jetzt muss ich eigentlich nur hoffen, dass Ricciardo Sevi ausschaltet, dann habe ich möglichst auf Platz 1. Eigentlich schaltet. Aber wer schaltet? Sevi wird von Ricciardo ausgeschaltet und du schaltest mich aus, Ricky. Dann einfach Red Bull so die ersten zwei ausschalten. Ja, die Killermaschine Red Bull. Wer kennt sie nicht? Okay, Ricky, hallo, was ist warum denn da los? Mein Auto lenkt nicht. Ja, es hat mein Auto auch nicht gelenkt. Vettel ist nochmal rausgefahren und Alonso nochmal raus. Jetzt hat er natürlich meine Zeit gekillt, super. So. Kann sein, dass die Zeiten immer aktualisiert werden bei mir? Wieso? Keine Ahnung, bei Ricky ist genauso. Ich hab keine bessere gefahren. Der zeigt dir ja nur die Bestzeit an. Achso, Sebi ist dann vorhin auch keine bessere gefahren. Mein Freund, so schlecht war der denn? Ja. Okay, alles klar. Alonso. Das eine muss ich auf jeden Fall nochmal fahren. Jetzt hast du die Kurve schön bekommen. Ja, weil jetzt hat's auch gelenkt. Hallo, Controller? Ja, immerhin bin ich in der Wand gelandet, das ist schon mal gut. Wow. So. Okay, Alonso ist Dritter. Hat meine Zeit nicht geschlagen, schon mal gut. Vettel. Ja, aber deine Zeit könnte noch geschlagen werden. Ja. Allow me to introduce myself. Wie heißt du, Timebeater oder was? Ich heiße S-Beater. Ah. So, Bist du fertig, Sibi? Oh, der First nochmal. Ricky wird auch nochmal raus. Ich glaube, ich habe noch nie geschafft, dass ich ein Qualifying beende. Ich glaube, dass ich immer rausgeflogen bin. Entweder durch die Box dann oder durch das, dass ich mal ein bisschen übertrieben gefahren bin. Ein bisschen übertrieben oder wurdest du von mir gekillt? What? Die Farben sind so ähnlich. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass es regnet.
Das wäre Katastrophe. Und wenn es schneit, ist sowieso alles vorbei. Da ist raus. Da bin ich da komplett raus. Warum fahren bei mir quasi vier gleichfarbige Punkte? Weiß nicht. Vielleicht ist es rot, oder was meinst du? Nein, das ist nicht rot, das ist das Mercedes-Blau. Das ist Mercedes und dann ist Ricky und... Ja, aber Ricky ist dunkelblau. Den habe ich schon, aber warum? Meinst du vielleicht hier, Stroll? Lance Stroll. Von Rexona. Moment mal, ist das nicht dieses... Von Williams Racing. Körperpflege, nee, Rexona. Nee, Rexona. Die haben den Antrieb, die haben immer so ein Deo-Flaschen. Achso. Okay, mein Spiel ist raus. Was, dein Spiel ist raus? Sebi? Ah, hat wieder das Problem. Das heißt, wenn wir mit dem Qualifying fertig sind, müssen wir wieder warten. Here we go again. Ah, Mann! Aber er hat immerhin eine Zeit. Er hat eine Zeit, genau. Oh, du fährst sowieso nochmal, das würde ja. Ja, jetzt ist gerade meine Zeitrunde. Auch nicht gut, um die Kurve bekommen. Ja. I agree. Ich kann dir das sagen, weil ich bin Zweiter, weißt du, ich bin in dieser Kürzen auch mal ins Profi. Aha. Ja, das ist mal in meinem Leben Zweiter. Nee, letztes Mal war ich auch Zweiter, oder? In China. In China warst du auch Zweiter, glaube ich, ja. Da hat sich Sibis PC wieder mal verabschiedet, ne? Muss eh schauen, ob du dann überhaupt noch eine zweite Runde fahren kannst. Ja, eine schaffst du noch. Normal. Ich werd halt nicht besser, das ist das Problem. Sibi, ich hab gerade auf Discord angeschrieben, das bringt mir gerade relativ wenig. Ah. Mal schauen, ob du besser geworden bist. Ja, um 200. Ja, schon Sechster. Wenn du die Kurve besser bekommst, dann wirst du dann... Das ist die Kurve hier, die ich besser bekommen muss und die letzte. Also die vorletzte. Am Ende. Also nicht die World of Champions Kurve, sondern die davor. Die ganz enge. Ja. 360 Grad fast. Aber so finde ich die Strecke echt nicht schlimm eigentlich. Ja, die ist echt nicht schlimm, die ist angenehm. Und die hier, da habe ich auch noch kein Geheimrezept. Oh. Wie man da am besten. Aber die ist nicht viel anders, wie die bei World of Champions. Ein bisschen länger vielleicht, aber so im Grunde ist. Ups. Da war ich kurz auf dem Gras. Okay, auf jeden Fall eine Runde kannst, also das ist die letzte Runde, was fahren kannst. Okay. Komm in die World of Champions dran, Rick. Geht gar nicht, du kommst. Gut. So, dann schauen wir, was das Sebi mir da geschrieben hat. Feines. Wenn Discord am Handy laden würde. Ist am Handy? Ah ja, stimmt. Wartet diesmal im Rennen, ja. Ist schon erledigt. Wir warten, ist schon erledigt. Wir haben gewartet. Also... Nicht auf weiterklicken, Alex. Einfach warten. Okay. Okay, ich bin Zweiter geblieben. Nice. Bist Zweiter geblieben, ja. Ich habe ihn auf Platz 7 verbessert. Das ist sehr gut eigentlich. Kerl, ich habe dann Hamilton, glaube ich, nochmal überholt. Mhm. Vettel ist auf Platz 11. Das ist nicht gut. Ja, Hamilton finde ich... Hamilton und nicht so ganz gut hier mit McLaren. McLaren vor allem. Mit der Mercedes. Ja. Hier, Sebi hier halt wahrscheinlich McLaren brutal. Sebi halt 1,12. Er ist halt immer so an die 3 Sekunden besser wie wir. Und ich finde halt, ich,
Weiß ich, wie ich jetzt besser fahren soll. Weiß ich auch nicht, weil ich finde den Steam-Controller so unhandlich. Ich finde den Xbox-Controller viel handlicher. Ja, bei mir ist der Steam-Controller weg, weil mir der kaputt gegangen ist. Und ich finde, mit Xbox ist er auch viel besser. Ich muss auch sagen, mir taugt der Xbox-Controller besser als von der PlayStation. Ja, weil das liegt halt daran, beim PlayStation-Controller sind ja die beiden Knüppel auf derselben Höhe. Und bei der Xbox hast du den halt, hast du ja verschiedene Höhen und deswegen ist es irgendwie geiler. Ja, true. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass die wieder kommt und hoffentlich haut es aus dem Rennen nicht raus. Ja, ich glaube, ich würde sagen, dass das EB dann nicht mit aufnimmt, weil ich glaube, das ist immer noch die Kombi OBS und Formel 1, die das Ganze zum Abstürzen bringt. Ja, ja, okay, beim Ding anderen funktioniert es, obwohl er selber aufnimmt. Ja, stimmt auch wieder. Dann ist es, ja, warum, vielleicht das, ich glaube, vielleicht zieht seine Netzwerkkarte zu viel Strom und deswegen stürzt dann der PC ab. Keine Ahnung. Oder die Grafikkarte, irgendwas zittert auf jeden Fall zu viel. Fuck. Shit, Alter. Shit. Was ist jetzt los? Hallo? Okay. Ja, ja. Ich sag's nicht. Warum nicht? Vielleicht habe ich so ein bisschen mit dem Feuerzeug rumgespielt und ein Blatt angezündet. Sehr gut. So, ich bin jetzt mal mit dem Messer rum. Ups, ich hab meinen Finger abgehackt. Here we go again. Spiel mit Feuerzeug rum. Schauen wir mal in die Rennleitung rein. Ereignisse. Es gab nur ein Ereignis. Echt jetzt? Ja, dein Totalschaden. Oh. Streckenbegrenzung überschritten. Totalschaden. Schau mal, beendet DNF. Jeder hat beendet. Ich hab dich rausgehauen. Ich bin dir gegen Reifen gefahren, aber nicht mal stark. Ich habe halt so viel gebremst, wie ich konnte. Bin dir ganz leicht gegen Reifen und war ab. Hi, Sebi. Hallo. Ah, bitte. Dann haben wir ihn dir abgeschnitten. Dann war er weg. Dann war er weg. Denk mir ganz überschritten. Okay, und dann Totalschaden. Wir warten und wir warten und wir warten auch. Immer noch. Oh shit, here we go again. Oh shit, here we go again. Ach scheiße, jetzt geht es wieder los. Auf Deutsch hört sich scheiße an. Breathless to the night, feel what loves does to us. Sehe ich da draußen eine Gewitterwolke? Gewitter! Can you feel the love tonight? Tonight! So, wir warten nur noch auf den Fisch. Nein, nicht Fisch, Vogel. Fisch, Vogel, ich war ja bei Tieren verwirrt. Wir haben ja bei FDG fast einen ganzen Zoo. Einen Fisch haben wir, einen Vogel und dich, Alex, als Affen. Excuse me, what the fuck? Zwiebeln haben Schichten. Oger haben Schichten. Esel haben keine Schichten. Schauen wir mal, wie lange sie mir jetzt aushält. Jawohl. Was ist das denn? Dass dein PC dann andauernd abschmiert? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle brauche ich eine Einleitung von wer auch immer Host ist. Ich finde es sehr schön, dass... Also ich kann ihn nicht einladen. Ich kann zum Zuschauen einladen. Ja, das könnte ich auch, sonst mehr kann ich nicht. Hä? Was? Wir könnten... Was passiert jetzt, wenn wir hier auf Escape klicken zum Beenden? Dann ist normalerweise der Qualifying-Speicherstand gespeichert. Das sei denn, ihr seid noch im Qualifying. Nee, es ist schon vorbei. Also wir sind hier... Dann, wir müssen auf Weiter drücken, damit es halt... Nein, nicht auf Weiter. Klick mal, unten rechts steht, müsste bei dir irgendwo B zu beenden stehen. Geh mal auf Beenden. Das habe ich jetzt nämlich auch gemacht. Okay. Genau, jetzt müssen wir wieder neu hosten, weil dann host ich. Mach du. Online-Meisterschaft, das da. Heute ist der 30.03. um 16.25 Uhr. Genau, passt.
Freunde. So, wie kann ich euch jetzt einladen? Da, Freunde, einladen. Habe ich da eine Bildschirm? Kann beitreten. Ich habe tatsächlich eine Bildschirmaufnahme, deswegen. Hm, ich verstehe. Wo ist er denn, der Vogel? Ich bin schon da. Herr Vogel, ich sehe dich nicht. Da. So. Hier kann man es nochmal sehen für die Zuschauer. Alex und ich, ganz starke 0 Punkte, beide. Und Sebi 50. Okay, sind alle da? Ja, schaut gut aus. Aufnahme. Do it. Oh, das wird so katastrophal. Ja. Das wird so katastrophal enden. Ich habe jetzt schon, ich war noch nie so weit vorne. Ich bin auf Platz 7 war ich, gell. Start eigentlich ganz gut. So, die goldene Mitte. Ah, man weiß. Die Mitte von 20 ist 7. Ja. Da muss ich jetzt auf bereit klicken. Ah, super. Mhm. Ich frage mich nur, wo Science ist, damit ich Science dieses Mal ausschalten kann. Nicht Alex. Ricciardo. Also wenn ich so denke, oh fuck, ich kann sowieso nicht mehr so weit kommen, einfach Ricciardo anfokussieren. Oh fuck. Ja, meine. Den. Formula One Champion. World Champion Limited. 218 vor allem. What the fuck? 218. Championship Limited 218, das passt alles. Warte mal eben. Ich hoffe, die haben keinen Regen gemeldet, sonst bin ich im Arsch. Nur bewölkt. Ja, wenn's bei bewölkt bleibt, ist es mir recht. Mit Wasser, also, okay, ich dachte mir gerade hier, weil Auto steht. Warum schaut alles gleich aus, obwohl ich die Grafikeinstellungen auf niedrig habe? Weil. Okay. Sie? So viel ist bei mir auch noch. Hui! Leute, so hört mich an! Deutschland! Mein Herz in Flammen. Vor mir ist Ricciardo. Der wird mich jetzt gleich killen. Oh Gott! Alonso! Hallo! Ricciardo! Hallo! Oh ja, da kommt Teile geflogen. Kollision mit Vettel verursacht. Wenn ich Alonso sehe, tick ich komplett aus. Irgendjemand ist mir voll hinten rein. Ja, mir, ich bin Ricciardo hinten drauf. Oh. Da habe ich zu spät gebremst. Und Sebi ist schon wieder Kilometer weit weg von mir. Mein Frontflügel hat auch schon wieder was abgekriegt. Ja, meine auch. Sonic. Irgendjemand ist mir voll hinten rein. Oh Gott! Oh, jetzt habe ich es da außen mal gut gekriegt, die Kurve. Ich habe sie komplett scheiße bekommen. Wow. Da ist mein Finger kurz vom Stick abgerutscht. Nicht gut. Jetzt kommt gleich die World of Champions. So, jetzt habe ich etwas Ruhe. Hatte mir im Alonso klickt, ist mir im Nacken, das ist schlimm. Irgendjemand hängt mir am Nacken rein können. Ich bin genau zwischen Ferrari. Zwischen Vettel und Räikkönen? Ja. Ich krieg's einfach nicht hin, richtig zu starten. Ich bin wieder ein paar Plätze nach hinten gefallen.
Ja, den Start kriege ich auch nicht hin. Sehen wir schon wieder Kilometer weit weg von uns? Ja, den Start kriege ich trotzdem nicht hin. Ich weiß nur, wie ich mich am schnellsten wieder nach vorne mogel. Alex, fährst du davon? Ja. Hinter der Chiaro. Oh oh. Mann! Ich wollte ihn jetzt gerade überholen, aber es ging nicht. Ich bin hier in der Horde von AI. Das macht mir Angst. Und ich komme nicht. Vettel lässt mich nicht vorbei. Ich bin schneller als der Sack jetzt nicht mehr. Ah. Oh, da habe ich das Grün ein bisschen geküsst. Jetzt kann man auch DRS aktivieren. Speed. Ich häng Vettel am Arsch. Ich überhol Ricciardo! Ricciardo! Vielleicht noch ein bisschen lauter den Namen schreien. Ricciardo vor allem. Ich hab Ricciardo überholt! Woo! Wie wird es? I feel a great disturbance in the force. Vettel. Und ich sag euch, wenn der so weiterfährt, irgendwann fahr ich dem hinten rein. Ricciardo klebt direkt an mir. Ricciardo ist mir reingefahren. Ein bisschen Abstand zu Ricciardo. Gut, gut, gut! Ja, eine Sekunde wäre perfekt. Ah, Vettel, lass mich vorbei! Okay, das habe ich jetzt scheiße gefahren. Da habe ich scheiße gebaut! Oh, oh. Da habe ich eventuell gerade eine Kurve geschnitten. Ricciardo ist hinten drauf gefahren, der Wichser! Ricciardo, chill mal deine Basis, Alter! Jetzt hab ich ein bisschen was! Jetzt hab ich ein bisschen was! Hamilton ist Fünfter, glaube ich. Abstand, Hintermann! Vettel, verkackte Scheiße, lass mich vorbei! Status Report. Fahrer hinter mir! Vettel! Fahrer hinter mir!
Wie oft willst du denn jetzt nachfragen, was dein Fahrer hinter dir macht? Ja, vorhin hat er sie verstanden. Achso. Ich habe 1,2 Sekunden Abstand. So! Ricciardo! Verbremst! Abstand wurde jetzt verringert. Änderung bestätigt. Boah, die Kurve hat riskant gefahren, aber war gut. Wie schaut's mit dir aus, Ricky? Nicht gut. Vettel bremst mich halt komplett aus und hat mir jetzt Frontflügel gekostet. Ich fahr schon seit Anfang an mit einem Frontflügel weniger. Ich bin gerade in der Box. Bei der W hat schon einen rausgehauen, glaube ich. Stroll. Oh Gott, ich glaube, ich werde mit dem kollidieren. Mit wem? Mit Stroll. Wieso? Okay, der fährt gerade an mir vorbei. Sehr gut. Oh. Fahrer vor mir. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Oh! 22,2 Sekunden auf Sebi. Ja. Ich fahre jetzt so ganz gemütlich vor mich hin. Fahrer hinter mir. Da kommt er angeschossen. Ricky, ist dein Teamkollege gerade in der Box? Ja. Okay, weil Fabi nämlich hier. Ich hab dich nochmal kurz, ich hab einen orangen Punkt auf meiner Karte gesehen, Sibi. Ja, ich weiß, ich war auch an der Box. Ah, okay. Nächster Boxenstopp. Okay, doch Ricky weiß ich, man kann mit Vollspeed in die Box reinfahren. Mich? Weil ich da gesagt in der letzten Runde, wo ich gesagt habe, fahr in die World of Champions. Boah, sag mal, da ist kurz mein Herz stehen geblieben. Was? Weil auf einmal, weil ich mit Vollspeed rein und ich, das hat irgendwie so ein Spiel abgebremst. Die Kurve habe ich schlecht gekriegt. Der macht das abrupt dann. Ja, genau, der macht es so abrupt und ich bin da vollkommen gekommen. So, ich muss jetzt schauen, dass ich schade, dass die Box rauskommt, weil das ist das Einzige, wo ich Angst habe. Ich habe das Flashback auf einmal. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Die Kurve vor der World of Champions kriege ich nie richtig hin. Welche vor der... Meinst du die... Die ganz enge. Die ganz enge. Puh. Ich darf nicht so extrem nah an die Wand fahren. Boah, vor mir fährt Hamilton, der ist, glaube ich, vorhin in die Box gefahren. Wer fährt denn hier? Hallo? Perez! Ja, du müsstest jetzt mitten im Feld sein irgendwo, weil die anderen noch nicht in der Box waren. Ja, ich bin mitten im Feld, jetzt bin jetzt momentan Zehnter. Aber... Jetzt haben sie mal gut gekriegt. Moment, wieso ist Hamilton vor mir? Der war doch in der Box schon. Bist du sicher, dass er schon in der Box war? Da ist Teamkollege in der Box auf einmal gestanden, ne? Oder? Keine Ahnung. Weil...
Wäre schon komisch eigentlich, weil ich auf Hamilton eigentlich schon gute Zeit hatte. Keine Ahnung. Boah, dieser Perez! Der ist mir, hängt mir so am Arsch! Das nimm mal nochmal! Achso, haben sie dir den Flügel, den Frontflügel gewechselt? Ja. Ja, dann ist klar, warum er vor dir ist. Weil das kostet mehr, wahnsinnig viel Zeit. Aber zum Beispiel so einer wie Alonso war auch schon. Nee, Alonso. Ricciardo war vor mir mal. Ja, aber ja, der ist mittlerweile bei mir. Ja, okay, gut, dann habe ich den. Das ist aber noch komisch. Normal müsste dann Ricciardo vor mir sein und nicht Hamilton. Aber in der nächsten Runde habe ich nochmal Hamilton und der, was vor ihm fährt. Ah, die war einigermaßen. Hinter mir ist auch Hamilton holt! Ich habe auf Sebi 38 Sekunden. Sirotkin ist vor mir und dann Hamilton. Aber ich weiß, dass Sirotkin und die vor mir noch nicht in der Box waren, bis auf Sebi. Es kommt ja wieder so eine Kolonne, ey. Wie viel bist du, Ricky? 17. Gleich mach ich ein paar Plätze gut. Wenn die nicht so langsam fahren würden, Mann. Komm, ich will sie rot holen. Alter, Ricardo, was machst du da? Der schaltet dich jetzt aus. Das hat er hier natürlich auch schon gemacht. Aber dann erst mal in der Kurve ein Überholmanöver gemacht. Ja, das ist doch ganz normal. Aber Reifen an Reifen. Ist doch ganz normal. Okay, da vorne ist auch gerade Überholmanöver. So, Leclerc, jetzt bist du dran. Alter, verpiss dich. Ja, Ricciardo, der fährt extrem komisch. Der hat mich vorhin auch mal, er wollte mich auch in der Kurve wiederholen. Das Vettel, Alter, Vettel. Jetzt krieg ich dich, du Sack. Sirotkin! Sirotkin! Warte, lass mich vorbei. Okay, ich bin jetzt. Okay, dann folgen uns nur noch Hamilton. Vettel und Sainz, ey. Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Komm, weg mit denen. Okay, momentan sieht es für mein Team ganz gut aus. Vor mir ist nämlich Hamilton und dann halt Sebi. Aber auf Sebi habe ich jetzt keine Chance mehr. Aber hinter mir hängt immer noch dieser Perez. Der hängt mir am Arsch, das ist nimmer normal. Fahrer hinter mir. Alter, Ricardo hat gerade den übelsten Move gemacht, wollte mich. Jetzt lässt er mich vorbei. Danke. Ich glaube, der hat einen Schaden bekommen. Fahrer vor mir. Ja, genau, ich meine, sind viel. Also Hamilton fährt echt gut. Zum Glück habe ich den im Team.
Ricky, warst das du oder war das Ricardo? Was war? Im ersten Sektor circa. Das war Ricardo. Das war, also wir waren tatsächlich hintereinander, er wollte mich vorbeilassen. Ich bin aber nicht, er hat mich aber, erst kurz vor der Kurve ist er zur Seite geschwenkt. Ich bin nicht mehr vorbeigekommen, weil ich bremsen musste, sonst wäre ich ins Grüne gefahren. Ja. Und dann ist er gegen die Wand. Was? Weil, ich glaube, hier schalten sich Leute schon gegenseitig aus. Es war unglücklich, es war sehr unglücklich. Ist er komplett raus? Nee. Aktuell steht er nur da. Oh, dann ist er komplett raus. Vermutlich. Ja, ich sag mal verdient, ja. Ich sag nicht China. Aber Ricky ist immer noch FDG loyaler als Red Bull. Hat man ja im Qualifying gesehen. Okay. Punkt für dich. Ich komm nicht mal an Hamilton ran, das ist abnormal. Habe ich nicht gut gekriegt. Ich sehe Sebi auf der Karte. Ja. Wieso hinter dir raus? Nee. Noch nicht. Er ist nah an mir dran. Ah, scheiße. Jetzt habe ich die Verwarnung gekriegt. Die ganze Zeit nicht, aber jetzt kriege ich sie. Ja, ich habe vorhin auch schon eine Verwarnung bekommen. Bei der Dingwand da. Champions. Mhm. Da habe ich auch Scheine bekommen. Oh, Sainz ist vor mir. Wo bist denn du? Ich bin Achter. Sainz, komm her, komm zu Papa. Ah ja, das ist deiner, gell? Sowas von meiner. Er muss mich vorbeilassen, der Sack. Fahrer vor mir. Okay, ich hab gerade aufgeholt, aber er sagt, wir sind so und so viel langsamer. Ja, dann bist du vielleicht so und so viel langsamer. Ja, aber ich hol trotzdem auf. Also ich hol auf, aber er sagt, ich bin so und so viel langsamer. Das kapier ich nicht. Weil... keine Ahnung. Die AI bremst so früh. Ja, das ist das Gute. Bei der Haarnadelkurve mache ich am meisten gut. Das ist echt Wahnsinn, wie früh die AI bremst. Hab mich auch schon ab und zu mal ausgebremst. Ich bremse halt ungefähr da, wo es dann rot wird. So, Sainz. Lass mich vorbei, der Sack. Zwei Runden noch. Ich hole Hamilton auf. Komm! Sainz! Hamilton! Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Sainz, bremst mich aus. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, ich habe eh nur noch die und dann noch eine.
Seins, lass mich vorbei, Mann. Hamilton, komm! Komm, Seins. Ich krieg jetzt. Ich hab Hamilton! Ich hab Hamilton! Komm, die Runde schön zu Ende fahren. Keine Fehler! Ist Gasly schon drin? Ja. Schauen wir mal dir zu. Hm? Hamilton hat mal am Arsch. Ja, das ist richtig. Fahr nicht so sehr auf den Dreck raus. Jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn! Ist weg! Jetzt ist weg! Und jetzt sind die World of Champions rein. Komm, alles! Seins, lass mich vorbei. Und ist er durch. Ja! Kann FDG ein Rennen beenden? Eindeutig! FDK. Oh. Ich hab Seins überholt! Hat er jetzt noch Ricky zuschauen? Du bist auch zu Ende jetzt mit dir? Ja. Hast du das Seins jetzt am Ende überholt? Ich hab Seins am Ende überholt, aber dann hat sich mein Controller abgesteckt. Dachte mir so, oh oh. So, Verbindung zum Controller unterbrochen. Jawohl, zwei Mercedes! Hamilton stark! Chapu. So, schau mal. Jetzt ist es soweit. Oh! Das ist sie gefreut. Ja. Hier, Hamilton, kriegst du eins mit. So. Kannst du das steuern oder was? Nee. Ich denke mal, du hast es genau da gemacht, wo du es gesagt hast. Ja, die. Also ganz nebenbei, es ist immer dasselbe, nur mit anderen Charakteren. Ja. Also, er spielt. Der Erstplatzierte tut immer den Drittplatzierten übergießen mit Sekt. Puh, schon. Schön! Ja! Ich bin Zweiter geblieben. Ricky ist Siebter geblieben. Ist Ricciardo jetzt raus? Ja, Ricciardo ist. Ich habe halt Sainz echt noch überholt. Oh, das ist schön, dass ich Sainz überholt habe. Vor allem, Ricky, du hast deinen Mate rausgehauen. Mhm. Oder? Rennleitung? Ereignisse. Doch, Kollision mit Ricciardo erstmal verursacht, danke. Dann hatte ich nix. Sebi hatte dann eine Kollision mit Alonso. Ich hatte davor noch eine Kollision mit Vettel. Vettel hatte eine Kollision mit mir verursacht, der Sack, ey. Hier, da hatte ich nochmal eine Streckenbegrenzung überschritten. Ich glaube, da hatte ich die Verwarnung, gell? Mhm. Kollision dann hast du die Kurve abgekürzt. Ja, wo okay. Hier, Ricciardo, mechanische Versagen. Mechanisches Versagen, deswegen ist der dann rechts rüber, ich verstehe. Ja. Okay, nice. Ach, weiter, mal schauen. Ich finde es halt gerade witzig, dass die Brandon Hartley, Grosjean und Hartley eine Kollision mit mir verursacht haben. So. Wo? Ich bin jetzt zwar Letzter, okay, aber ich habe immerhin Punkte. Alex, nee, ich glaube nicht mal, dass du Letzte bist. Doch, ich bin das. Ich habe 6 Punkte. Siehst du schon. Ja, man kann schon sehen. Ja, Rangliste. Bei mir, ich bin noch nicht so weit. Ja, das hätte man davor schon sehen können. Ja, es ist vorm Piepen. Huh. Nicht vorm Piepen. Ja, du kannst nicht nur die Rennleitung anschauen, sondern auch die Rangliste. Ach so, hier sehe ich. Ja, okay, ich bin... Ah, oh, das ist schön. Huch, Center jetzt. Geht Letzter, okay. 18 Punkten, ja. Nächstes Rennen doch mal gut fahren und dann habe ich vielleicht ein paar Plätze gut gemacht. Ja, Sebi mit 75. Hat ja, Ocon gar keine Punkte gemacht. Ocon hat dieses Rennen keine Punkte gemacht, ne? Okay. Auch Ricardo nicht. Na, warum wohl? Welche ist denn die nächste Strecke? Frankreich. Mhm. Sind die aus?
Zwang. Also scheiße, mal ein Rennen, alle das, was alle drei beendet haben von uns. Das ist ja mal. Ja. Es war nicht ganz ohne technische Probleme, aber. Ja, aber du hattest eine Rundenzeit, sagen wir so. Vor allem, ja, fucking 10 Meter vom Ziel steckt sich der Controller ab, ey. Okay, Frankreich ist wieder ein bisschen kurviger. Da war das echt eine angenehme Strecke, muss ich schon sagen. Kanada ist echt angenehm, ja. Ich zitter. Ja, okay, es kommt noch Österreich und so, also wir haben schon noch schöne Strecken vor uns. Ja, und da kommt noch mal China und Aserbaidschan, Monaco. Ja, China ist eine schöne Strecke gewesen eigentlich. Die habe ich auch mögen. Bis auf die komische S-Kurve da am Anfang. Ja, die komische S-Kurve. Also ich muss sagen, ich fand Aserbaidschan auch cool. Nein, raus. Raus mit dir, raus du Wichser. Ja gut. Sagen wir enden, oder Ricky? Yo, das war's dann mit der sehr erfolgreichen Folge Formel 1. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.